Nintendo hat das Leben dieses Mannes zerstört. In 2017 erstellte der Hacker Matthew Stallman eine Website, auf der man illegal Nintendo Games runterladen und spielen konnte. Also das ist no bueno. Aber nicht nur das, der Hacker bat auch an, extra Games mit noch höherer Downloadgeschwindigkeit runterladen zu können. Gegen echt Geld. Kleiner Jens, 12 Jahre, gibt Matthew also einen Haufen Geld, sodass dieser Mann allein darüber $36.000 im Jahr verdient. Bis Nintendo ihm auf die Schliche kommt. Sie verklagten Matthew und wollten, dass er sein Leben lang $50 pro Monat an Nintendo zahlt. Okay. Gut. Matthew hat die allererste Zahlung jedoch vergessen. Nintendo bestrafte den Hacker daraufhin viel höher und ließ ihn über $2 Millionen an Strafe zahlen.